Hallo bei Andys Garten. Heute geht es ums Holz, wie ihr es nicht machen sollt, auf was ihr achten sollt und nicht so wie ich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Ist das nicht ein herrliches Wetterchen? Ich genieße es gerade. Wisst ihr, was ich manchmal an solchen Tagen denke? Wenn du nichts hast, hast du auch keine Arbeit. Seht ihr hier hinter mir den Holzhaufen und das Aufgesetzte? Dazu ein kleines Video. Das war auch übrigens sehr gefährlich, diese Situation. Das habe ich aber schon von vornherein so eingeschätzt. Ja, der lag halt sehr doof. Ich freue mich über einen Daumen hoch und ein Abo. Trotz alledem muss man sagen, schön ist er ja gefallen. Also das muss man sagen. Top. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum tut der Andi mittendrin im Baum anfangen zu schneiden? Das hat den ganz bestimmten Grund, weil das unser Lagerfeuerplatz ist. Und genau da, wo ich durchgeschnitten habe, da müssen die Äste hin. Und ja, der Andi hat sie verbrannt und deshalb hat er erst einmal den Baum dort gedeiht. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Ba-da-ba-ba.
ich räume jetzt erstmal hier die ganzen Lederspale weg. Und damit ich wieder Platz kriege. Dafür habe ich nämlich so einen schönen Keil, nett, Sandan, hier, Holzheber. Hier ist er. Und ja, das ziehe ich mir jetzt einfach hier alles zur Seite. Und dann geht's weiter. Auch wenn ich immer fix und fertig bin nach dem Holzmachen, ist es doch einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Das ist ja jetzt Holz für unser Lagerfeuer, was wir im Sommer immer machen. Das muss jetzt so oder so noch ein bisschen sitzen und trocknen. Das gibt wieder schöne Abende, wo man zusammensitzen kann und einfach die Seele baumeln. Die Holzstämme werden jetzt da einfach hingesetzt, die werden nochmal aufgespellt, damit sie schöner und schneller trocknen kann. Und ich würde sagen, wir machen mal wieder das Flotte Andy. Ich hätte auch niemals gedacht, dass Fichten so lange Äste kriegen können. Also ich hatte da stelleweise Äste mit dabei von 4 bis 6 Meter. Also puh, wie ich die dann auf dem Haufen zusammengeworfen habe, da habe ich schon echt manchmal nicht schlecht gestaunt. Natürlich gibt man ja auch Acht, wenn man die Säge tankt, dass kein Sprit auf den Boden kommt. Hier und da muss noch mal was geschnitten werden, aber der größte Teil wird jetzt noch mit der Hand gemacht. Nach 20 Minuten sieht es dann so aus. Der Haufe ist ein bisschen gewachsen. So, ich habe jetzt noch ein bisschen weitergemacht. Wie ihr seht, das habe ich alles noch klein gemacht jetzt hier. Oh, hier die Axt. Der Haufen wird auch immer größer. Hier hinten habe ich schon ein bisschen gespellt, die letzte paar Kräfte noch ausgelassen dran. Und hier hinten habe ich den Stamm klein gesägt und morgen geht es ans Aufräumen und an anfangen aufzusägen, weil, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da hinten liegt eine Weide. Die habe ich schon im Januar umgemacht. Hier liegt auch noch das ganze Holz. Ich glaube, ich brauche mal ein paar neue Schuhe. Ja, hier liegt auch noch das ganze Holz. Und das hier ist halt ein ganz schöner Oschi, gell? Wenn du hier mal so guckst. Puh! Da liegt halt auch noch ein bisschen. Ja, und so hat man immer seine Arbeit. Das ist halt ein riesen Watz gewesen. Hier habe ich aber schon gleich eine neue hingesteckt.
Ich habe von der riesen Weide nämlich neue Bäumchen gesteckt. Die sollen dann hier neu wachsen, damit man wieder Holz hat zum Lagerfeuer machen. Hier weiter. Mir hat natürlich das Wetter voll in die Karte gespielt. Es war leicht gefroren, der Boden war leicht gefroren und somit war es besser mit dem Laufen. Man hatte keinen Matsch. Ja, und das hat mir eigentlich ganz gut gepasst. Aber so ein Holzheber oder Holzzange, wie man es auch nennen will, hat schon was für sich und ich würde es immer wieder kaufen wollen. Also die kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr Holz macht, kauft euch solche Zangen, die sind echt klasse. Ihr seht ja auch hier, wie schnell und einfach man einfach so einen Holzstamm aus dem Graben ziehen kann. Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob es so ist, ihr könnt es ja mal gerne in den Kommentaren beschreiben, ist es Holz mit so einem Heber leichter? Also wenn ich auf eine Seite anhebe, finde ich es nicht so schwer, wie mit der Hand zu heben. Es kann auch Einbildung sein, aber schließlich ist ja Einbildung auch Bildung. Hallo, mein riesen Maischreher hier, gell? Also bis zum Mai habe ich nicht gewartet, weil ich weiß, wie das ausgehen kann, wenn so ein Haufen trocken ist. Und wenn so ein Haufen Äste, Stroh trocken ist und du steckst den an, wirst du der Flamme nicht mehr her. Deshalb habe ich das am gleichen Tag noch verbrannt und das war einwandfrei. Würde ich es auch immer wieder machen. So, klappt mir jetzt. Das Leben ist nicht immer nur Reiten um Ponyhof, oder wie sagt man dazu?
Wir haben hier oben immer schöne Familienfeste und wir machen auch manchmal ein bisschen Lagerfeuer. Schön gemütlich mit den Kindern. Und wenn man Holz haben will, um Lagerfeuer zu machen, muss man halt auch welches machen. Die zwei Bäume, die ich hier umgemacht habe, die hat es nötig. Und jetzt habt ihr mal gesehen, so ein Baum ist nicht einfach nur ein Baum. Alles klar. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.